Liebe Mitmenschen, jetzt habe ich euch ja schon viel erzählt über Transformationsarbeit und damit verbunden ist auch die Stärkung von innen aus, das Selbstbewusstsein aufzustellen, ganz in seiner Kraft zu stehen, was jetzt immer mehr erforderlich ist. Draußen scheinen die Politiker wirklich durchzudrehen, was da mittlerweile beschlossen, nicht beschlossen wird und zack, 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 die. Ich komme mir vor, wie wenn da draußen nur noch Wahnsinnige rumrennen. Und ich habe so den Eindruck, dass das demnächst irgendwie eskaliert. Das ist so verrückt. Und darum ist es wichtig für die Menschen, die unterwegs sind, in eine absolute Ruhe zu kommen, in eine Gelassenheit, aber mit einer Kraft von innen heraus. Und um diese zu stärken, euch darin zu schulen, dafür bin ich da. Ja? Und jetzt zeige ich euch die Reihenfolge, wenn wir bei uns Transformationsarbeit durchführen, beziehungsweise wie wir in unsere innere Kraft kommen. So, als erstes nehme ich die Biografie auf, die sogenannte Lebensinventur, Lebensbilanz. So, und bei dieser Biografieaufnahme, da gehe ich strukturiert vor, von klein auf war man erwünscht und so weiter und so fort und wie das Leben so abgelaufen ist, ja, bis zum jetzigen Alter. Bei der Erzählung der Biografie höre ich genau hin, wo die wichtigsten Punkte im Leben sind, die einem entsprechend über den Weg gelaufen sind, in positiver wie negativer Art. Und daraus leite ich dann ab die Punkte, um die es geht, die es zu bearbeiten gibt. Und diese stellen wir dann auf diese Eckpunkte, die wir in der Lebensbilanz ermittelt. Das haben wir also selber entwickelt, diese Art von Aufstellung. Das ist also nicht das Klassische, was man so kennt. So, und jetzt geht es darum, um diese Arbeit wirklich gut zu vollziehen, sich auf die Kraft einzulassen bzw. sich zu dieser Kraft bekennen, die von sich sagt, ich bin die Wahrheit, das Leben und der Weg. Und das ist der Christus in uns. Und an sich ist das ja überhaupt die erste Entscheidung. Also wer damit nichts anfangen kann, der braucht sich auch gar nicht erst melden. Ja? Also nicht ich, bitte nicht meine, ich habe es immer wieder gesagt, dass ich meine, ich sei der Christus. Nein, ich habe ihn in mir entdeckt und ich habe auch meinen Weg und er hilft mir auf meinem Weg, meine karmische Geschichte zu bearbeiten. Und genauso ist es dann bei euch. Es geht nur darum, dass jeder Einzelne sich bewusst für ihn entscheidet. Und das ist eigentlich das Erste. Und ich habe es jetzt halt hier als dritten Punkt. Also, dass man sich hier bewusst entscheidet, sich zu ihm zu bekennen. Und ja, und daraus dann mit dieser Kraft arbeiten wir einfach. Ja? Also und diese Entscheidung, die muss aus dem freiesten Wille heraus geschehen, weil sonst greife ich ja in euer Karma ein und da habe ich keine Lust, ich habe mit meinem eigenen Karma genug zum Tun. So, und wenn das entschieden ist, dann kommt der nächste Schritt. Ich führe dich in den sogenannten Alpha-Zustand. Alpha-Zustand ist der Zustand, wo man noch komplett wach ist, aber der Verstand geht in den Hintergrund.
Er wird beschäftigt mit dem Ein- und Ausatmen, was normalerweise automatisch abläuft. Das nimmt der Kopf, der Verstand bewusst sozusagen in die Hand. Und es ist wichtig, dass es nicht unterbrochen wird, sondern dass dieser Rhythmus immer beibehalten wird während der ganzen Innenreise. Also, das ist der vierte Schritt, dass ich dich in diesen Alpha-Zustand führe. Bei dieser Innenreise, da stelle ich mir bewusst eine Verbindung zur Sonne, von dort, wo der Vater herkommt, dann zum Licht im Herzen, wo der Christus in uns ist, und auch zur Christussonne im Erdmittelpunkt. Und dann sind wir in diesem Christusstrahl drin. Das ist also jetzt dieser Punkt. So, und wenn das soweit hergestellt ist, diese Verbindung, dann geht es zum inneren Kind. Das heißt, wir leuchten mit diesem Christuslicht in uns herum, beziehungsweise du machst es selber bei dir, ich begleite dich dabei, und dann werden wir zu deinem inneren Kind, also wo du selber dieses Kind bist, diese Seelenqualität deines inneren Kindes, führen wir dich dann hin, wirst du hingeführt. So, und wenn wir dieses Kind gefunden haben, und dann lassen wir dieses Kind durch alle Lebensalter hindurch wachsen, und dieses Kind tangiert nochmal alle Situationen, die es im Laufe des Lebens erlebt hat. Das ist total wichtig, damit alles ausgesöhnt wird. Also das ist eine Aussöhnung mit dir selber. Das ist das A und O, dass du selber groß wirst und dann über den Dingen stehst. Das ist also wirklich absolut das Wichtige, auch bei dieser Arbeit, eben dich groß zu machen. So, und wenn dann diese Seelenqualität vor dir steht, die du dann erleben kannst, wo du möglicherweise total erstaunt bist, und so ist es mir ja auch gegangen, und ich habe über 20 Jahre gebraucht, um diese Qualität annehmen zu können. Weil das ist so eine Größe, da kommt man sich unter Umständen überheblich vor, und das brauchst du überhaupt nicht, weil ich habe es erlebt und kann es jetzt auch annehmen. Und dann lassen wir diese Seelenqualität jetzt in dein Herzinnerstes hineinschlupfen, sagen wir, also hinein, ja, kriechen, aufnehmen. Und hineinschlupfen, das ist halt bei uns im Dialekt, das ist einfach gut. Im Schwäbischen gibt es, ich könnte in die hineinschliefen. Ja, so, dass es richtig ganz nein geht. Ja? So, und wenn diese Qualität dann ganz innen drin ist und dann beginnt die Seele vom Herzinnersten her aus deinen Körper umzubauen, mit Hilfe auch des Körperelementarwesens. Also da werden alle Zellen von innen her aus ergriffen bis in die äußerste Peripherie, Fingerspitze, Zehenspitze, Haarspitze. Das ist also ein beginnender, zunächst geistiger Prozess, aber manche Dinge, manchmal ist es so, dass das so schnell vorwärts geht, weil der eine oder andere schon so gut vorbereitet ist, dass es ganz schnell geht und manchmal ich hinterherkomme, dass ich langsamer bin,
die Bilder zu bekommen, wie es der Betreffende schon bekommt. Aber das ist ja auch wichtig, dass das wirklich sauber geführt wird. Und dann brauche ich halt manchmal auch meine Zeit, aber das macht ja nichts. Das ist wirklich klasse, was da dabei denn passiert. Ja? So. So, und jetzt erlebst du dich zum ersten Mal in deinem Leben so groß, wie du normalerweise sein könntest. Und gleichzeitig erlebst du auch die Liebe. Und es wird ja viel über die Liebe gesprochen. Hier brauchst du nicht mehr in Zukunft drüber sprechen, das erklären zu wollen, sondern du erlebst die. Du lebst die und dann beginnt etwas, das du auch in Zukunft spürst, wenn etwas nicht wahr ist. Du spürst diese Liebe und kannst sie anwenden, wie ein Instrument. Ja? Bitte gehe bei diesem, was ich hier erkläre, mit dem Herz mit. Das ist wichtig, nicht einfach nur durch Peitschen von Informationen, sondern geht mit dem Herzen mit. Darum lasse ich mir auch ein bisschen Zeit und gebe hier nicht Gas, um in 2 Minuten das Ding durchzuziehen, weil es immer heißt, in 3 Minuten muss ich alles gesagt haben. Nein, lasst euch bitte Zeit. Spürt in euch rein, weil ihr sollt ja nachher auch wissen, ob das einen Wert hat für euch. So, und wenn ihr jetzt mal so groß seid, dann erst beginnt die Transformationsarbeit. Und zwar als allererstes Aussöhnung mit der Ahnenreihe und der damit verbundenen Ereignisse. Da sind aber auch die Kriegserlebnisse dabei unter Umständen, Flucht, Vertreibung und was da begleitend alles passiert ist und auch während dem Krieg. Und ja, gehen wir jetzt nicht in Details. So, dass du mit deiner Ahnenreihe einig bist und die und nicht nur das, sondern du die Kraft von dieser Ahnenreihe erhältst. Und das ist das Wichtige, die Unterstützung von deiner ganzen Ahnenreihe. Ja, jetzt kommt noch etwas dazu, das habe ich vergessen aufzuschreiben, aber erwähne es in diesem Zusammenhang. Wir bearbeiten auch gleichzeitig die Erde von dort, wo du herkommst. Also du bringst auch eine Handvoll Erde mit und dann tun wir parallel auch die Erde heilen, damit, wenn du heimkommst, auch dort schon etwas begonnen hat an Heilung und du in eine neue Atmosphäre kommst. Das wird immer wichtiger und das ist eben auch wieder eine weitere Spezialität von mir, dass ich das auch mitheile und gerade als Bauer und die Beschäftigung mit der Elementarwesen kommt mir hier zugute und habe deshalb auch eine direkte Verbindung zu deinem Lebens- und Wohnort. Das läuft bei mir ruckzuck. Ja. Also ja, und wenn es um Vertreibungen geht, zum Beispiel aus Schlesien, dann hole mir auch die Kraft der dortigen Mutter Erde. Ja. Das ist also enorm. Da stellt es uns dann immer die Haare auf, weil es geht ja auch um Verwurzelung. Und da ist wichtig, diese Wurzel wieder abzuholen und dann kann man nämlich jederzeit überall neue Wurzeln schlagen. So, und je nachdem, wie viel Energie uns insgesamt zur Verfügung steht, bearbeiten wir noch weitere Themen. Da das bereits aber so eine Fülle ist, dann kann es sein, dass in diesem Block schon alles erreicht ist. Manche Menschen sind so super vorbereitet, sie haben schon viele Seminare besucht, so dass man manchmal noch mehrere Themen bearbeiten kann. Aber
Es ist so, es wird nie mehr gemacht, als Energie zur Verfügung steht, ja, und so viel wir machen dürfen, wie auch die geistige Welt ihr Einverständnis dazu gibt, ja, dass niemand überfordert ist. Das ist ganz, ganz wichtig, sich nicht zu überfordern und ein Thema nach dem anderen durchzupeitschen. Ja, weil die einzelnen Dinge, die sollen auch nachher richtig sitzen und wirksam sein, wenn man sie umsetzt im Alltag. Wie gesagt, dieses Umsetzen im Alltag, das ist jetzt total wichtig, dass das, was hier erkannt wird und was an neuen Bildern in dir entstanden ist, dass das umgesetzt wird im Alltag, um zu schauen, was sich daraus ergibt. Weil es ist ja wichtig, dass wir hier Ergebnisse erzielen. Wir machen ja die Arbeit nicht aus Jux und Dalerei. Und hier, und auf was ich besonders hinweisen möchte, nach dem, was ihr hier erlebt habt, bitte, bitte nicht darüber reden. Schweigen. 3 Monate schweigen. Vielleicht glaubst du es jetzt nicht, warum diese 3 Monate. Der Prozess hier ist so intensiv, dass es wie so ist, wie wenn eine Schwangerschaft entsteht. Und da sollte man auch die ersten 3 Monate nicht drüber reden. Sonst schädigt man den Werdenden. Ja, dass man das in sich trägt, 3 Monate lang. Mund halten, im Schwäbischen Maul halten. Ja, wenn ich sage Maul halten einem Norddeutsche, dann ist der beleidigt. Bei uns ist das gängig. Wenn man sagt, Maul halten, dann halt einfach das Maul. Ja? Also total wichtig. Und möchte ich euch einfach ans Herz legen. Machen wir das mal daher. Und wie ich schon gesagt habe, Training, Training, Training. Die Bilder, die hier erlebt werden und auch die Erlebnisse dazu, bitte trainiere im Alltag. Es ist ein Umlernen von Verhaltensmuster. Es ist ein Umlernen von, dass wir die Menschen um uns herum anders erleben. Vater, Mutter, Kinder, Partner, egal wer. Und mit diesem neuen Bild, was man jetzt im Herz trägt, auf diese Menschen und Umstände zugehen. Und da sehr wach sein, sehr bewusst. Ja, dann hat dieses, was wir hier machen, einen ganz großen Wert. Und sonst kann es sein, du fällst wieder in alte Dinge zurück. Was du auf jeden Fall machen darfst, das ist mich weiterempfehlen. Das kannst du durchaus sagen, das war super hier und so weiter und kannst mich weiterempfehlen. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Durch Weiterempfehlung tust du dir selber etwas Gutes. Und der Dank, der kommt dann auf ganz geheimnisvolle Art und Weise zu dir zurück. Nicht 1:1, wenn du jemandem Geld gibst und kriegst dafür gleich eine Gegenleistung. In diesem Bereich verhält es sich anders, weil hier auch die geistige Welt beteiligt ist. Und es geht ja darum, die Dinge zu mehren, die hier entsprechend erfahren werden. Ja, dass auch andere Menschen davon profitieren. Und das ist dann auch eine echte Hilfe, die du anderen Menschen angedeihen lassen kannst. Was nicht heißt, dass diejenigen, die dann von dir empfohlen werden, auch tatsächlich hier, dass das passt. Das wird dann schon geprüft, weil
Ich habe auch früher schon Empfehlungen gegeben und dann haben die zwei Leute, der Empfohlene und der dann tut, dass die nicht zusammenpassen. Das kann auch passieren. Aber da kannst du ja sagen, ich empfehle dir das, aber bitte prüf selber für dich. Und dann bist du nämlich aus der Verantwortung draußen. Ja? Und das ist alles in Ordnung. Ja, und das war's für heute, euer Hubert Mürli. Und ihr könnt mich erreichen im ersten Anlauf unter info@humisal.com. Und dann, wenn ihr mir eine E-Mail geschrieben habt, dann möchte ich, dass du mir anrufst, weil ich brauche deine Stimme, ich brauche deine Sprache, ich muss mich hineinhören, hineinfühlen, ob da schon mal von vornherein die Chemie stimmt. Ja? So. Und nun habe ich euch das so erzählt und es gibt ja Menschen, die gehen bei so einem Video, das ich aufspiele, mit dem Herzen mit. Das heißt, jetzt dürfte relativ klar sein für dich, ob die Arbeit, was ich hier leiste, für dich etwas sein kann. Ich wünsche dir einen schönen Tag und eine gute Zeit. Und nochmal, stellt euch jetzt gut auf. Jetzt ist noch Zeit, prophylaktisch oder auch als Feuerwehreinsatz, weil das ist richtig heftig, was jetzt kommt. Und da braucht man eine innere Stabilität, sonst wirbelt es einem in der Gegend rum oder man passt sich einfach an. Und das wäre das Schädlichste. Jetzt sich einfach anpassen und zu einem Mitläufer werden. Ich auf keinen Fall.